Hallo Leute, heute ist der 19.07.2020. Claudia kommt morgen um 1. Ihr geht's wieder besser, Gott sei Dank. Ich habe ziemliche Zahnschmerzen und glaube, dass ich geschwollen bin auf der Seite. Ich kann nicht sagen, ob es oben oder unten weh tut, weil es so ausstrahlt. Aber ich glaube unten. Ich muss morgen, also meine Mutter muss morgen beim Urologen, beim Zahnarzt und beim Psychiater anrufen. Und um 8:30, 9 muss ich aufstehen und sie auch daran erinnern. Hoffentlich bekommen wir morgen noch einen Zahnarzttermin, weil ich halte es schon langsam nicht mehr aus. Mit Schmerzmitteln geht's ja halbwegs, aber sobald die zu wirken aufhören, wird es wieder total warm und schmerzt extrem. Ich glaube auch mittlerweile, dass die Entzündungswerte mit der Zahnentzündung zusammenhängen oder mit dem Loch im Zahn. Ich habe ja schon eine ganze Weile Zahnschmerzen, mal hier und mal da. Und ich habe es irgendwie nicht so ernst genommen, aber jetzt schon langsam wird es ganz schön problematisch. Ich habe euch das gleiche gestern schon berichtet. Heute ist Sonntag. Da gibt's sowieso nicht viel zu erzählen. Wir waren ungefähr eine Stunde draußen. Und mein Vater hat sich Autorennen angeguckt, Formel 1. Und mehr ist heute nicht passiert. So ein typischer Sonntag bei der Familie Vasco. Sonst geht's mir mittelmäßig, durch die Schmerzmittel bin ich noch müde. Ein Wunder, dass das geht, dass man noch müde sein kann. Ich bin halt so gegen 10:30 aufgestanden, hab eigentlich relativ gut geschlafen. Zumindest im Vergleich zu den letzten Tagen. Sonst gibt es wie gesagt nicht viel Neues. Mit Dienstag kommt Sonja. Und ob morgen Claudia kommt, wie gesagt, eigentlich wäre schon geplant, weil sie wieder besser geht, aber ob wir vorher einen Zahnarzttermin haben oder nicht, das wissen wir noch nicht. Und ob der Zahnarzt überhaupt da ist, ist auch die Frage. Weil jetzt viele Urologen, Zahnärzte, Psychiater, alles was ich so brauche, Corona freigemacht haben. Corona hat sich jetzt zwar beruhigt und beginnt die zweite Welle. Es wird wieder schlechter. In Österreich gibt es über 1000 neue Infizierte. Die genaue Zahl kann ich euch im Moment nicht sagen. Aber das ist sozusagen frühzeitig die zweite Welle. Man hatte im Herbst, Winter damit gerechnet. Jetzt kommt im Hochsommer. Ab morgen soll es so sein, dass wir wieder Maskenpflicht überall haben. Steht zumindest in der Krone, das ist eine Zeitung in Österreich. Offiziell wurde da noch nichts verlautbart, aber schaut so aus, als würde es stimmen.
Wenn ja, wird man es morgen in den Nachrichten hören. Dann heißt es wieder überall Maske aufsetzen. Ein zweiter Lockdown ist so ungut wie unmöglich, weil das die Wirtschaft nicht packt. Inwiefern man einkaufen gehen kann mit Maske, also mehr als Lebensmittel und das Notwendigste, ist noch die Frage, aber wird auch gehen. Ja, vor allem müssen wir morgen was gegen meine Zahnschmerzen machen. Und wenn der gerissen werden muss, dann hole ich mir eine Überweisung fürs Spital, damit er in Narkose gerissen wird. Weil bis ich beim Zahnarzt eine Narkose bekomme, dauert sicher so 3 Wochen mindestens. Und 3 Wochen halte ich es mit den Zahnschmerzen nicht mehr aus. Aber sonst geht's mir relativ okay. Ich wechsle so ein bisschen und ich habe leichte Abendknickse, aber das hält sich noch in Grenzen. Ich habe irgendwie Wahrnehmungsstörungen, bin auch im Sprechen sehr langsam, wie man merkt, und hänge immer wieder, wenn ich rede, weil ich mit den Gedanken einfach ganz weit weg bin. Aber woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es ist einfach im Moment so. Ich glaube auch, dass die vielen Schmerzmittel da nicht unbedingt positiv drauf wirken. In Kombination mit den antidepressiven Beruhigungsmitteln und Neuroleptika. Ich hatte letztens war auf der Toilette und habe eine komplette Tablette beim Abwischen entdeckt. Also dürfte ich meine Medikamente nicht richtig aufnehmen. Zum Teil die Schmerzmittel, zum Teil die angstlösenden Medikamente. Ich habe nicht in meinem Geschäft herumgestochert, aber so war zumindest eine Tablette, die ins Klo gefallen ist und die sich nicht aufgelöst hat im Darm. Im Darm sollte sich das ja bereits auflösen und zu wirken beginnen. Und ich glaube, dass das auch das Problem war, dass ich die letzten zwei, drei Tage so leichtes Angstgefühl hatte am Abend. Weil ich glaube, also meine Mutter hat geäußert, dass sie vermutet, dass es ein Beruhigungsmittel ist, das ich da nicht richtig verdaut habe. Und ich versuche jetzt immer extra viel zu den Tabletten dazu zu trinken. Aber es geht halt auch nicht immer. Natürlich sollte man Tabletten immer mit genügend Flüssigkeit runterspülen. Aber bis sie sich auflösen, dauert es doch eine Weile. Und damit das nicht nochmal passiert. Und ich weiß natürlich nicht, wie oft das schon passiert ist. Und ob dann die Aufnahmewirkung, die trotzdem vorhanden ist, oder ob ich dann die Tablette mit der Wirkung komplett ausscheide. Es war ja schon so, dass bei den
nicht Zinktabletten, sondern bei den Calciumtabletten ich das Calcium im Harn ausgeschieden habe, also Sand. Und wenn ich jetzt meine Wirktabletten, meine Antidepressiva, meine Neuroleptika, meine Beruhigungsmittel über den Stuhl ausscheide, ist es natürlich nicht gut. Kann aber auch am aktuellen Antibiotika liegen. Das kann man irgendwie schlecht überprüfen. Das ist zumindest was Neues, was mir aufgefallen ist. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ciao, Arines. Bis zum nächsten Mal.